Vor 1,3 Milliarden Jahren kommt es im Weltall zu einem gewaltigen Ereignis. Zwei schwarze Löcher sind sich sehr nahe gekommen. Sie beginnen sich zu umkreisen. Erst noch langsam, dann immer schneller und immer enger. Schließlich verschmelzen sie in einer gewaltigen Explosion. Dabei entsteht eine Gravitationswelle. Sie breitet sich im Universum aus. Astronomen sind solchen Gravitationswellen seit Jahrzehnten auf der Spur. Ohne Erfolg. Bis zum 14. September 2015. Die Welle erreicht die Erde und bringt sie für den Bruchteil einer Sekunde zum Zittern. Für uns nicht spürbar. Doch in den Messgeräten der Wissenschaftler löst sie ein Signal aus. Für Astronomen ist dieses Signal eine Jahrhundertsensation. Es ist der Beweis für Gravitationswellen und öffnet ein völlig neues Fenster ins Universum. Das ist wirklich eine Sensation. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Die Entdeckung der Gravitationswellen, man muss sich klar machen, hunderte von Wissenschaftlern haben Jahrzehnte danach gesucht. Und jetzt sind sie nachgewiesen. Und dieser Nachweis verändert viel. Verändert zum Beispiel unsere Sicht auf das Universum, ist ein ganz direkter Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern. Nun, Gravitationswellen wurden vor 100 Jahren vorhergesagt. Und zwar von dem Physiker überhaupt, Albert Einstein. Vor 100 Jahren wirft er die alte Physik über den Haufen, Albert Einstein. Er veröffentlicht eine neue Theorie der Gravitation. Raum und Zeit gehören zusammen, sagt er. Die revolutionäre Idee, Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung dieser Raumzeit. Einstein entwirft damit die moderne Physik und revolutioniert unser Bild vom Universum. Er vergleicht die Raumzeit mit einem Tuch. Alle Körper krümmen dieses Tuch. Je schwerer die Körper, umso mehr. Die Sonne krümmt die Raumzeit so sehr, dass die Erde auf eine Bahn um die Sonne gezwungen wird. Einsteins neues Bild hat Konsequenzen. Das Licht eines Sternes wird gerade laufen, wenn das Tuch eben ist. Muss das Licht nah an der Sonne vorbei, wird es abgelenkt. Einstein berechnet um wie viel. Es ist wahnsinnig wenig, aber messbar. Einstein wagt eine Vorhersage. Bei einer Sonnenfinsternis, sagt er, könnten Astronomen diese Lichtablenkung messen. 1919 versuchen Astronomen weltweit, Einstein zu widerlegen. Sie beobachten Sterne nahe an der Sonne und machen Aufnahmen. Das Unglaubliche passiert. Einstein hat recht. Das Sternenlicht wird abgelenkt. Und genau wie Einstein es berechnet hat. Das ist der erste Beweis seiner neuen Theorie. Und sie hat weitere Konsequenzen. Denn nach Einstein müssen alle Massen, die sich bewegen, eine besondere Art von Wellen aussenden. Für Einstein sind das Kräuselungen der Raumzeit, wie auf einem See, Gravitationswellen. Je schneller sich etwas bewegt, umso stärker die Gravitationswellen. Danach suchen die Astronomen seit 100 Jahren. Einstein rechnet aus, dass diese Kräuselungen der Raumzeit unglaublich winzig sein müssen. Und bleibt selbst skeptisch, ob man sie jemals messen wird. Gravitationswellen sind Veränderungen der Raumzeit oder Kräuselungen. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen abstrakt, aber man kann sich das Ganze vorstellen wie ein Stauchen und ein Dehnen des Raumes. Und das passiert immer dann, wenn Massen rotieren.
je schwerer die Massen, umso größer der Effekt. Und das ist der Grund, warum man nach schwarzen rotierenden Löchern gesucht hat. Denn schwarze Löcher sind ja bekanntlich sehr massereich. Nun, diese Gravitationswellen durchlaufen den Raum mit Lichtgeschwindigkeit und treffen irgendwann auf die Erde. Also auch die Erde wird gestaucht und gedehnt. Aber es gibt ein Problem. Der Effekt ist deutlich kleiner als das, was Sie hier visuell sehen. Nun, wie klein ist er? Dafür muss ich in den Mikrokosmos hineintauchen. Das, was Sie hier sehen, ist das leichteste Element, nämlich der Wasserstoff. Wasserstoffkern und hier das Elektron. Und der Durchmesser eines Wasserstoffatoms beträgt ein Angström, also ein Zehntel Milliardstel Meter. Und die Längenänderungen bei den Gravitationswellen, die sind noch viel kleiner, denn jetzt tauchen wir ein in den Atomkern, der ist noch mal winzig kleiner. Hier sehen Sie, es ist ein Proton und die eigentliche Längenänderung ist in der Größenordnung eines Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Also das ist wirklich winzig. So winzig, dass viele Wissenschaftler dachten, das ist aussichtslos, so etwas überhaupt nachzuweisen. Aber es ist gelungen. Und wie? Das habe ich mir selbst angesehen in Livingston im Staat Louisiana in den USA. Diese lange Röhre im Niemandsland ist der genaueste Zollstock, den Menschen je gebaut haben. Ich bin zum weltweit größten Detektor für Gravitationswellen gereist, zum LIGO. Eines seiner beiden Observatorien steht hier in Livingston, etwa eine Autostunde von New Orleans entfernt. Das Erste, was mir auffällt, ist die Stille. Die Forscher am LIGO brauchten einen langen Atem. Seit der ersten Messung vor über 14 Jahren fanden sie bis zum Erfolg letztes Jahr keine einzige Gravitationswelle. Über 14 Jahre lang nichts. War Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihr Ziel, Gravitationswellen zu entdecken, vielleicht nie erreichen würden? Ja, das stimmt. Und es waren Kinder, die mir das vor Augen geführt haben. Was haben Sie gesagt? Am Ende der Führung kamen sie zu uns und fragten, wie viele Gravitationswellen habt ihr gesehen? Wann habt ihr die letzte gesehen? Und unsere Antwort war, bis jetzt haben wir tatsächlich keine einzige gesehen. Aber sehr bald werden wir eine sehen. Enttäuschte Kinder können ganz schnell den wunden Punkt finden. Die Wissenschaftler schützen ihren Detektor wie ein rohes Ei. Erst will man uns gar nicht reinlassen. Doch dann geht es. Und zwar mit Begleitung. Scott McCormick ist Vakuumingenieur und inspiziert regelmäßig die Röhren. Und schon beim kleinsten Leck müsste das gesamte Experiment für Monate abgebrochen werden, erzählt er mir. Eine lange Röhre. Das ist eine unserer kostbaren Messstrecken. In dieser Röhre haben wir ein einzigartiges Vakuum hergestellt. 10 hoch minus 9 Torr. Unglaublich. Das muss also wirklich dicht sein hier. Ja, das hier ist die Schweißnaht. Auf der gesamten Strecke von 4 Kilometern perfekt gearbeitet. 4 Kilometer. Das ist eine Menge Pumperei. Die Wissenschaftler benutzen einen Laser, um Gravitationswellen zu messen. Die Laserstrahlen sollen sich möglichst ungehindert bewegen. Deshalb ist auf ihrer Laufstrecke ein Vakuum nötig. Das Messprinzip von LIGO. Ein Laserstrahl wird aufgeteilt in zwei identische Strahlen. Die durchlaufen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert sich auch das Überlagerungsmuster. Und dieses wird im Fotodetektor erfasst.
Ohne Laserschutzbrille geht hier gar nichts. Aus Sicherheitsgründen, denn ich betrete das Herz von LIGO, die Corner Station. Hier werden die Laserstrahlen geteilt und hier steht auch der Fotodetektor, der die Überlagerung des Lichts empfängt. Wenn Albert Einstein das sehen könnte. Vor 100 Jahren hatte er noch gezweifelt, ob man Gravitationswellen überhaupt messen könnte. Doch die Forscher haben die Empfindlichkeit des Detektors immer weiter verbessert. So viel Technologie, so viel Aufwand, um ein so winziges Signal zu messen. Inzwischen erfasst LIGO Längenänderungen von einem Milliardstel Milliardstel Meter. Dass wir hier drehen dürfen, ist eine Ausnahme. Man liest über Gravitationswellen, man guckt alles und dann steht man hier. Und ich sehe im Grunde genommen den Apparat. Und das ist ein Apparat, der Geschichte geschrieben hat, denn damit sind sie gefunden worden. Finde ich irgendwie cool. Der Laserraum. Hier müssen alle Mitarbeiter nicht nur eine Laserbrille tragen, sondern komplett bedeckt sein. Jede Hautschuppe, jedes Haar würde den Strahlengang verunreinigen und damit die Messung unbrauchbar machen. Die LIGO-Laserexperten kontrollieren die Steuerungselemente zur Stabilisierung des Lasers. Von hier aus wird der Laserstrahl dann auf die Messstrecke geleitet. Diese Anlage gleicht einem rohen Ei. Die Wissenschaftler wollen ein winziges Signal aus dem Universum erfassen. Und das mitten auf der lärmenden Erde. Im Kontrollraum versuchen sie, die laute Geräuschkulisse unseres Lebens herauszufiltern. Wenn in diesem Moment Gravitationswellen ankommen würden, könnten sie die erfassen? Ja, die könnten wir messen. Und das trotz aller Störsignale auf der Erde? Das sind ja alle anderen Aktivitäten. Wir haben Zehntausende anderer Geräuschquellen auf unserer Erde. Damit wir sie von den Gravitationswellen unterscheiden können, zeichnen wir sie dort drüben auf den Monitoren auf. Das ist ein Erdbeben. Wir haben Seismographen, die die Bewegung der Erdoberfläche messen. Aber wir messen damit nicht nur Erdbeben. Wir messen auch Menschen. Diese blauen Kurven zeigen uns, dass jemand draußen an unserer Anlage herumläuft. Wir messen auch Ozeanwellen im Golf von Mexiko, die an die Küste schlagen. They can be very large and they will shake the instrument. The waves slap the shore. Die Ozeanwellen stoßen gegen die Küste, der Boden bewegt sich. Und dann gibt es hier menschliche Aktivitäten. Hier messen wir, was die Menschen in unserer Region innerhalb der letzten 6 Stunden gemacht haben. Zunächst haben sie noch geschlafen, dann wachten sie auf, dann sind sie zur Arbeit gefahren. Manchmal sehen wir sogar einen Zug. Wenn man das alles sieht, hat man den Eindruck, der Detektor ist eine Art Raum der Stille. Alle Störgeräusche, die die Gravitationswellen überlagern könnten, sind in einem hörbaren Frequenzbereich. Sehr tief oder sehr hoch. Also versuchen wir, den stillsten Ort auf der Erde zu erschaffen. Die beste Konzerthalle der Welt, sodass man eine Stecknadel fallen hört. Die Suche nach Gravitationswellen war für viele Physiker eine Lebensaufgabe.
Trotz fehlender Erfolge haben sie durchgehalten und alleine diese Beharrlichkeit ist bewundernswert. Auch die Physikerin Gabriela González war von Anfang an dabei. Wenn Sie sich die Erforschung der Gravitationswellen anschauen, vor 100 Jahren vermutete Albert Einstein sie. Und seitdem haben Generationen von Physikern versucht, das zu beweisen. Viele von ihnen haben es nicht geschafft. Ja, wer Gravitationswellen erforscht, muss einen langen Atem haben. Ich zum Beispiel arbeite seit 20 Jahren daran und bin bis heute noch genauso aufgeregt wie am ersten Tag. Die Kollegen vom LIGO-Projekt haben schon in den 70er Jahren angefangen. Kip Thorne erforschte schwarze Löcher und Ray Weiss überlegte, wie man Laserstrahlen zur Messung von Gravitationswellen nutzen könnte. Und sie arbeiten immer noch daran. Ray Weiss kommt immer wieder hier vorbei und bastelt an elektronischen Schaltungen. Es ist so aufregend, dass wir niemals damit aufhören werden. Diese stille Anlage im Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen. Schon toll, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Nun, es geht, wie gesagt, um den Nachweis von Gravitationswellen und unterschiedliche kosmische Ereignisse erzeugen unterschiedliche Wellen. Und das hat man im Vorfeld genau berechnet anhand der Einsteinschen Gleichungen. Und dann weiß man, nach was man guckt. Ich mache das mal sehr deutlich. Nehmen wir mal rotierende schwarze Löcher. Hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Gravitationswellen. Die nähern sich an, also es wird immer enger. Sie verschmelzen, es gibt ein besonders starkes Signal und danach ist es ruhig. Und akustisch hört sich das wie folgt an. Also so ein Whoop. Und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung und eben die Stille danach. Also wenn man dieses Signal findet, weiß man, aha, das sind rotierende und verschmelzende schwarze Löcher. Aber es gibt ja noch andere kosmische Ereignisse, zum Beispiel Neutronensterne, die einfach rotieren. Auch da gibt es eine Gravitationswelle und die hört sich wie folgt an. Also das ist so ein konstanter, heller Ton, hell, weil die rotieren sehr schnell. Oder drittes Beispiel, Neutronensterne, auch so ähnlich wie schwarze Löcher, rotieren die und verschmelzen und hört sich ziemlich ähnlich an wie dieses Whoop der schwarzen Löcher. Und noch ein viertes Beispiel, nämlich Sternexplosionen, ein einziges Ereignis und das ist so ein. Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen ein bisschen Wissenschaftler spielen und wenn Sie die Gravitationswellen Ihres Detektors anschauen und Sie hören ein Whoop, dann wissen Sie, aha, kann entweder nur ein schwarzes Loch oder Neutronenstern sein. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Nun, in Zukunft plant man das Ganze in richtig groß, also nicht mehr ein Detektor mit 4 Kilometern Schenkellänge, so wie bei LIGO, sondern das Ganze im Weltraum. Nämlich mit einem Abstand von 1 Million Kilometern. Das ELISA-Projekt, ja, steht in der Zukunft. 2034 frühestens soll es dann in Betrieb gehen. Aber damit kann man natürlich noch viel mehr, auch feinere Signale empfangen und versteht mehr zum Beispiel über die Zusammensetzung, über die Häufigkeit von schwarzen Löchern im Universum. Aber das ist Zukunftsmusik. Momentan geht es ja um die Detektoren hier auf der Erde, also LIGO in Hanford und in Livingston, wo ich gerade war. Aber Sie sehen hier auch GEO 600, denn in der Tat, auch Deutschland ist dabei. Und bei all diesen Detektoren ist es so, die Wissenschaftler arbeiten zusammen und es hat Jahrzehnte gebraucht. Und das ist total spannend, wenn man einfach mal mit einem Wissenschaftler spricht, der von Anfang an dabei war. Da haben wir ja so einen Bodenexpander Laseroptiken sind sein Spezialgebiet. Seit 25 Jahren ist Carsten Danzmann damit den Gravitationswellen auf der Spur.
Zusammen mit seinen Kollegen am Albert-Einstein-Institut in Hannover hat er viele Bauteile entwickelt, die in den Messapparaturen in Livingston und Hanford schließlich zum Erfolg führen. Wenn man, wie ich, ein Vierteljahrhundert lang nach sowas gesucht hat und dann plötzlich ist es da, das dauert schon, bis Sie wirklich begreifen, was da passiert ist. Danzmann erinnert sich, wie alles begann. Auf einem Acker in der Nähe von Hannover. Zuerst nur eine Schneise, dann der erste Spatenstich. Trotz drastischer Kürzungen aus dem Wissenschaftsministerium entsteht hier der deutsche Detektor für Gravitationswellen, GEO 600. Ich kann mich noch genau erinnern, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Da stand ich da hinten an der Hecke und schaute nach links und rechts und dachte, ja, da bauen wir GEO 600 hin. Wir haben ja so klein gebaut, weil wir kein Geld hatten, um kilometergroße Arme zu bauen, wie wir ursprünglich wollten. Also haben wir alles zusammengekratzt, was wir finden konnten, und alles mit eigenen Händen gebaut. GEO 600 ist wesentlich kleiner und kommt mit einem Sechstel des Budgets von LIGO aus. Doch die kleinere Anlage ist auch flexibler. Und Danzmann leistet mit seinen Kollegen wichtige Pionierarbeit. Sie entwickeln und erproben neue Spiegelaufhängungen und verbessern die Hochleistungslaser, die dann in den großen LIGO-Detektoren zum lang ersehnten Erfolg führen. Und noch etwas gelingt den Forschern in Hannover. Es ist der 14. September 2015. Der italienische Physiker Marco Drago prüft die Signale der Detektoren von LIGO. Plötzlich ist da dieses Geräusch. Drago hört sich das Signal wieder und wieder an. Ich war überrascht. Sowas hatte ich in den Daten noch nie gesehen. Ich war skeptisch und dachte, das war wohl ein Testlauf. Das Testsignal habe ich gesucht. Gefunden habe ich nichts. Drago schreibt eine E-Mail an alle, den kompletten Verteiler. Hallo zusammen, es gab gerade ein sehr besonderes Ereignis. Die Antworten folgen schnell. Alle sind sicher, es kann nur eine Gravitationswelle gewesen sein. Drago weiß, damit geht dieser Tag in die Wissenschaftsgeschichte ein. Man einigt sich, nicht sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war schwer. Man will es ja der ganzen Welt sagen, den Freunden, der Familie, dass wir es geschafft haben. Sonst spreche ich nicht über meine Arbeit. Doch beim Abendessen fragte mich dann plötzlich einer, na, hast du deine Wellen endlich gesehen? Ich sagte nur, nein, nichts. Ich habe da nie dran gezweifelt, dass wir Signale detektieren würden. Für mich war nur die Frage, wann. Und wie schön das erste Signal sein würde. Da haben wir Glück gehabt. Wir haben Geschichte gemacht. Ich bin wirklich stolz. Wir haben das ja nicht alles alleine mit unseren Händen nur geschaffen, sondern vor uns waren viele. Mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing. Als er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und mir seinen Job übergeben hat, da hat er gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gesehen haben. Und er ist jetzt 102. Carsten Danzmann und seine Kollegen haben das Tor für eine ganz neue Astronomie aufgestoßen. Gravitationswellen sind ein neues Fenster ins Universum. Und das kann man leicht verstehen. Warum? Das, was wir vom Universum wissen, wissen wir eigentlich vom Licht. Vom Licht der Sterne und der entfernten Galaxien. Oder physikalisch gesprochen von den elektromagnetischen Wellen. Nun, in den letzten Jahren hat man das erweitert. Also da gibt es jetzt Infrarot und auch Röntgenstrahlung. Aber es sind elektromagnetische Wellen. Und es gibt im Universum Zonen,
wo genau diese Strahlung absorbiert wird. Also es kommt nichts mehr bei uns an. Und das ist der große Vorteil von Gravitationswellen. Denn die passieren, also damit wissen wir auch, was sich dahinter abspielt. Und wir bekommen also somit einen neuen Einblick ins Universum. Nun, bei der normalen Astronomie ist es so, da nutzt man ein Teleskop, das richtet man gegen Himmel. Bei den Gravitationswellen gibt es auch eine Art Ortsinformation, die wird rückgerechnet. Man hat ja mehrere Detektoren. Das hat man beim ersten Signal gemacht und schauen Sie mal, etwa von hier stammt es, und zwar aus dem Sternbild Schwertfisch. Was ich so toll daran finde, ist die Distanz, denn diese Gravitationswellen kommen aus einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Also die Wellen sind 1,3 Milliarden Jahre unterwegs. Nun, inzwischen gibt es noch weitere Hinweise, andere Signale. Und auch die kann man dank der beiden Detektoren besser eingrenzen. Aber Ziel ist natürlich, mit mehreren Detektoren immer genauer zu werden, was den Ort betrifft. Und wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages so etwas wie eine Karte des Universums mit den schwarzen Löchern. Nun, wenn man von schwarzen Löchern spricht, dann kommt man um einen Mann nicht umhin. Und das ist Stephen Hawking. Ich finde es immer unglaublich, der Mann spricht von der Großartigkeit des Universums und ist seit Jahrzehnten gefesselt an den Rollstuhl. Aber wenn er von schwarzen Löchern spricht, ist und bleibt es faszinierend. Seine Welt sind Formeln und Gleichungen. Stephen Hawkings Denken kreist um den Kosmos, mit all seinen Sternen und Galaxien. Von Anfang an wollte er immer tiefer eindringen in das Geheimnis unserer Milchstraße. Nur wenige sind diesem Geheimnis so nah gekommen wie er. Ich erinnere mich, wie ich nachts von London nach Hause kam. Die Laternen wurden um Mitternacht ausgeschaltet, um Geld zu sparen. Ich sah den Nachthimmel wie nie zuvor, mit der Milchstraße, die sich quer darüber zog. Die Milchstraße besteht aus über 200 Milliarden Sternen wie unsere Sonne. Riesige Gasbälle aus Wasserstoff, zusammengehalten durch die Schwerkraft. Der Druck im Innern ist so hoch, dass der Wasserstoff zündet und die Sterne leuchten. Ein normaler Stern verbrennt die meiste Zeit seines Lebens Wasserstoff. Ist er aufgebraucht, fällt der Stern durch seine eigene Schwerkraft zusammen. Es kommt zu einer Supernova, einer Sternexplosion. Ist der Stern nur dreimal schwerer als unsere Sonne, ist der Kollaps so heftig, dass ein schwarzes Loch entsteht. Schwarze Löcher schlummern also überall, auch in unserer Milchstraße. Es gibt ein schwarzes Loch von über 4 Millionen Sonnenmassen im Zentrum unserer Milchstraße. Hunderte Sterne, die wie in einem Uhrwerk um dieses schwarze Loch tanzen, verraten seine Position. Dazu haben die Astronomen die Sternenbahnen exakt vermessen. Aus jeder einzelnen Sternenbahn lässt sich so mit dem Gravitationsgesetz die genaue Position errechnen. Das rot markierte Kreuz. Exakt hier lauert das schwarze Loch. Nur mit Lichtteleskopen zu sehen, ist nichts. Nicht das Geringste. Ein schwarzes Loch hat einen scharf definierten Rand. Da ist die Anziehungskraft so stark, dass Licht nicht mehr entweichen kann. Schwarze Löcher sind für unsere Augen und Teleskope unsichtbar. Nur indirekt zu erschließen, wenn sie ganze Sterne fressen. So dachten die Physiker, bis Hawking herausfand, schwarze Löcher verraten sich noch durch etwas anderes. Ich fand zu meinem Erstaunen, ein schwarzes Loch müsste eigentlich doch Teilchen abstrahlen, und das ständig. Was für eine Erkenntnis! Ein schwarzes Loch ist ja per Definitionem nicht sichtbar. Aber
Mit der neuen Theorie hinterlässt es doch sichtbare Spuren im Kosmos. Die Astronomen sprechen auch von der Hawking-Strahlung. Wir haben sie hier bläulich eingezeichnet. Und sie entsteht genau dann, wenn Reste des Sterns in das schwarze Loch hineingezogen werden. Und wenn Sie sich dieses Bild genauer anschauen, fällt Ihnen noch etwas auf, nämlich quer dazu gibt es ebenfalls Strahlung, und zwar in Form von Röntgenstrahlung. Sie entsteht dadurch, dass die Materie beim Eintritt in das schwarze Loch anfängt zu rotieren. Die Materie ist geladen und genau dadurch kommt es zu diesen Röntgenblitzen. Man spricht auch von Gamma-Ray-Bursts. Und die kann man nachweisen. Und zwar mit Radioteleskopen. Nun, wir sind zu so einer Sternwarte gefahren. Sie liegt in den französischen Alpen und zwar auf dem Plateau de Bure. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eigentlich einer der coolsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann. Alle 14 Tage fährt Charlène Lefebvre zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsort. Eine ganze Woche wird sie in den französischen Alpen auf dem Plateau de Bure verbringen. Dort auf 2500 Meter Höhe steht das leistungsfähigste Radioastronomie-Observatorium der Nordhalbkugel. Hier ist Charlène Lefebvre dem Rätsel der schwarzen Löcher auf der Spur. Dabei war nicht von Anfang an klar, dass sie einmal Astronomin werden würde. Ich bin aus wissenschaftlicher Neugier Astronomin geworden, wobei ich mich zuerst mit Elementarteilchen beschäftigt habe. Dann habe ich über ihre Rolle in unserem Universum nachgedacht. Das hat mich schließlich zu den Sternen geführt. Für die Zeit ihrer Wochenschicht ist Charlène Lefebvre die wissenschaftliche Chefin über die Radioteleskope. Vom Kontrollraum des Observatoriums aus werden die Radioschüsseln gesteuert. Hier entscheidet sie, welches astronomische Objekt je nach Erdposition und Wetterbedingungen anvisiert werden soll. Dafür arbeitet sie zusammen mit dem Experten für die komplizierte Technik der Teleskope. Heute visieren sie den Pferdekopfnebel im Sternbild Orion an. Er ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt. Mit Radioteleskopen können die Forscher durch die lichtundurchlässige Staubwolke blicken. Hier erkennen sie so, dass in den rot gefärbten Bereichen Sternenmaterie entsteht. Die sendet Radiowellen aus, aufgefangen von den Antennenschüsseln auf der Erde. Die Signale aus dem Weltall sind extrem schwach. Die Forscher und Techniker des Observatoriums haben dafür ultraempfindliche Empfänger entwickelt, die auf eine Temperatur nah am absoluten Nullpunkt gekühlt werden müssen. Trotz aller Technik kommt Charlène Lefebvre im Ausblick der Antenne manchmal ins Träumen. Hier fühlt sie sich dann dem Kosmos besonders nahe. Sie verrät uns ihren Traum. Ich würde gerne Radiowellen sehen können. So könnte ich Sachen sehen, die mir jetzt verborgen bleiben und würde unser Weltall, das mich umgibt, etwas besser verstehen. Das Besondere am Observatorium auf dem Plateau de Bure, alle Radioteleskope können miteinander verbunden werden. Eine Beobachtung mit nur einem ergibt beispielsweise solch ein Bild einer Galaxie. Die Forscher schalten aber in der Regel mehrere Antennen zusammen. Ihre Signalleitungen laufen dafür an diesem speziell für diesen Zweck entwickelten Rechner zusammen. Der errechnet aus den Einzelsignalen ein wesentlich detailreicheres Bild. Je mehr Antennen, umso genauer. Deshalb soll die Anzahl der Antennen verdoppelt werden, von 6 auf 12. Für die Bauarbeiten wurden die Maschinen in Einzelteilen mit der Seilbahn nach oben gebracht und wieder zusammengebaut. Auch die Radioteleskope werden vor Ort gebaut, in der höchsten Fertigungshalle Europas. Sie werden in Serie gefertigt, nach dem Bauplan des langjährig erprobten Antennenmodells.
Über 10 Spezialisten sind dafür im Dauereinsatz. Der Bau eines Teleskops dauert circa ein Jahr und kostet 5 Millionen Euro. Mit dem Projekt verfolgen die Techniker und Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abbilden. Auch für Astronomen eine besondere Herausforderung. Ich denke, dass man sich schwarze Löcher mit unserem menschlichen Verständnis nur sehr schwer vorstellen kann. Denn sie sind so gigantisch groß und so anders als alles, was wir kennen. Um es abbilden zu können, werden alle 12 geplanten Antennen, mit denen anderer Observatorien, zu einem weltumspannenden Radioteleskop verbunden. Das sollte dann besser in der Lage sein, den Strahlenkranz unseres schwarzen Loches zu sehen. Hier eine Simulation. Die Forscher hoffen, ein Bild wie dieses machen zu können. Doch so leicht gibt der Himmel seine Geheimnisse nicht preis. Ein spannender Beruf und das mit einer tollen Aussicht. In der Sendung ging es bislang um schwarze Löcher, um Gravitationswellen, um die großen Fragen des Universums. Aber es taucht immer wieder auch eine Frage auf, nämlich wie steht es mit Leben? Nun, das wird deutlich, wenn wir uns mal uns selbst betrachten. Wir bewohnen einen Rand unserer Galaxie. Hier sehen Sie die Sonne und das ist die Erde. Und lange Jahre hat man gedacht, naja, also nur im Abstand, man spricht auch von der habitablen Zone, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, wo also flüssiges Wasser auch möglich ist, dort kann Leben entstehen. Aber da ändert sich im Moment etwas. Denn am 4. Juli, nach etwa 5 Jahren, kam die Sonde Juno vorbei am größten Planeten unseres Sonnensystems, nämlich Jupiter. Nun, Jupiter wird umkreist von Monden und es gibt einen Mond, der besonders interessant ist, nämlich Europa. Den hat man genauer untersucht. Hier sehen Sie ihn. Europa ist etwa so groß wie unser Erdmond, aber es gibt große Unterschiede, denn er besitzt eine dünne Atmosphäre aus Sauerstoff. Er ist bedeckt mit Wassereis und Sie sehen auch hier diese rötlichen Furchen, die stammen nämlich von Mineralien und die Wissenschaftler gehen davon aus, das ist ein Hinweis für Vulkanismus, ein Vulkanismus, der durch Gravitation entsteht. Also damit gäbe es auch Möglichkeiten, dass genug Wärme da ist, damit dieses Wasser flüssig ist und prinzipiell auch dort Leben entstehen kann. Und genau in die Richtung denkt man weiter und schaut nun auch bei anderen Planeten und anderen Monden nach. Und nach einer Reisezeit von immerhin 10 Jahren erreichte eine andere Sonde namens New Horizons den Rand unseres Sonnensystems, den entferntesten Planeten, nämlich Pluto. 1930 war es eine Sensation. Ein winziger Lichtpunkt, der auf 2 Himmelsfotos die Position wechselt. Planet Pluto war entdeckt. Doch der 9. Planet ist so weit draußen, dass man nicht mehr wusste, als dass er da ist. Dann 1978 eine weitere Überraschung. Astronomen vergleichen Aufnahmen von Pluto und entdeckten eine kleine Auswölbung. Ihre Schlussfolgerung: Pluto hat einen Mond. Doch die Informationen bleiben spärlich. Selbst das Hubble Space Teleskop liefert im Jahr 2002 nur ein verschwommenes Bild von Pluto. Und 2006 wird ihm sogar der Status als Planet aberkannt. Er ist nur noch ein unbedeutender Zwergplanet. Die Sonde New Horizons soll das ändern. Fast 10 Jahre fliegt sie quer durch unser Sonnensystem. Im Sommer 2015 kommt sie an Pluto an. Und siehe da, die Astronomen haben den Zwergplaneten falsch eingeschätzt. Er ist rund 40 Kilometer größer als gedacht.
und damit wieder das größte bekannte Objekt am Rande unseres Sonnensystems. Außerdem sind die Wissenschaftler von der Vielzahl an geologischen Strukturen überrascht. Sie hatten eine einheitliche, öde Oberfläche erwartet. Doch stattdessen türmen sich zum Beispiel bis zu 3000 Meter hohe Berge empor. Die dürfte es bei einer Oberfläche aus Stickstoff, Methan und Kohlenmonoxideis eigentlich gar nicht geben. Denn diese Sorten von Eis sind viel zu porös, um solchen großen Strukturen standzuhalten. Es muss Wassereis sein. Als die Sonde in den Schatten von Pluto fliegt, erkennt sie im Gegenlicht eine weitere Überraschung. Die Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenwasserstoffen ist dünner, reicht dafür aber fast sechsmal so weit in den Raum als gedacht. Und sie leuchtet blau, ähnlich wie die Erdatmosphäre. Neben den erwarteten Einschlagskratern gibt es riesige Ebenen, ein Zeichen für eine aktive Oberfläche. Unter einer festen Kruste aus Stickstoffeis vermuten die Wissenschaftler daher ein riesiges Meer aus flüssigem Wasser. Das sucht sich immer wieder einen Weg an die Oberfläche und schleudert Gas und Eis in die Atmosphäre. Übrig bleiben eisige Vulkankrater. Damit stellt sich die Frage nach Wasser und Leben wieder ganz neu. Nun, damit verändert sich auch unsere Sicht auf Planeten. Was ich so toll finde, ist, wenn man mal ehrlich ist, wir Menschen, wir sind eigentlich nur so etwas wie ein Staubkorn im Universum. Aber dennoch, wir bauen große Detektoren, um Gravitationswellen nachzuweisen. Wir schicken Sonden in die Tiefen des Universums. Und unerschütterlich wollen wir es wissen. Wir stellen die großen Fragen. Finde ich grandios. Das war's für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Vor 1,3 Milliarden Jahren kommt es im Weltall zu einem gewaltigen Ereignis. Zwei schwarze Löcher sind sich sehr nahe gekommen. Sie beginnen sich zu umkreisen. Erst noch langsam, dann immer schneller und immer enger. Schließlich verschmelzen sie in einer gewaltigen Explosion. Dabei entsteht eine Gravitationswelle. Sie breitet sich im Universum aus. Astronomen sind solchen Gravitationswellen seit Jahrzehnten auf der Spur. Ohne Erfolg. Bis zum 14. September 2015. Die Welle erreicht die Erde und bringt sie für den Bruchteil einer Sekunde zum Zittern. Für uns nicht spürbar, doch in den Messgeräten der Wissenschaftler löst sie ein Signal aus. Für Astronomen ist dieses Signal eine Jahrhundertsensation. Es ist der Beweis für Gravitationswellen und öffnet ein völlig neues Fenster ins Universum.
Das ist wirklich eine Sensation. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Die Entdeckung der Gravitationswellen, man muss sich klar machen, hunderte von Wissenschaftlern haben Jahrzehnte danach gesucht. Und jetzt sind sie nachgewiesen. Und dieser Nachweis verändert viel. Verändert zum Beispiel unsere Sicht auf das Universum, ist ein ganz direkter Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern. Nun, Gravitationswellen wurden vor 100 Jahren vorhergesagt, und zwar von dem Physiker überhaupt, Albert Einstein. Vor 100 Jahren wirft er die alte Physik über den Haufen, Albert Einstein. Er veröffentlicht eine neue Theorie der Gravitation. Raum und Zeit gehören zusammen, sagt er. Die revolutionäre Idee, Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung dieser Raumzeit. Einstein entwirft damit die moderne Physik und revolutioniert unser Bild vom Universum. Er vergleicht die Raumzeit mit einem Tuch. Alle Körper krümmen dieses Tuch. Je schwerer die Körper, umso mehr. Die Sonne krümmt die Raumzeit so sehr, dass die Erde auf eine Bahn um die Sonne gezwungen wird. Einsteins neues Bild hat Konsequenzen. Das Licht eines Sternes wird gerade laufen, wenn das Tuch eben ist. Muss das Licht nah an der Sonne vorbei, wird es abgelenkt. Einstein berechnet um wie viel. Es ist wahnsinnig wenig, aber messbar. Einstein wagt eine Vorhersage. Bei einer Sonnenfinsternis, sagt er, könnten Astronomen diese Lichtablenkung messen. 1919 versuchen Astronomen weltweit, Einstein zu widerlegen. Sie beobachten Sterne nahe an der Sonne und machen Aufnahmen. Das Unglaubliche passiert. Einstein hat recht. Das Sternenlicht wird abgelenkt. Und genau wie Einstein es berechnet hat. Das ist der erste Beweis seiner neuen Theorie. Und sie hat weitere Konsequenzen. Denn nach Einstein müssen alle Massen, die sich bewegen, eine besondere Art von Wellen aussenden. Für Einstein sind das Kräuselungen der Raumzeit, wie auf einem See, Gravitationswellen. Je schneller sich etwas bewegt, umso stärker die Gravitationswellen. Danach suchen die Astronomen seit 100 Jahren. Einstein rechnet aus, dass diese Kräuselungen der Raumzeit unglaublich winzig sein müssen. Und bleibt selbst skeptisch, ob man sie jemals messen wird. Gravitationswellen sind Veränderungen der Raumzeit oder Kräuselungen. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen abstrakt, aber man kann sich das Ganze vorstellen wie ein Stauchen und ein Dehnen des Raumes. Und das passiert immer dann, wenn Massen rotieren. Je schwerer die Massen, umso größer der Effekt. Und das ist der Grund, warum man nach schwarzen rotierenden Löchern gesucht hat. Denn schwarze Löcher sind ja bekanntlich sehr massereich. Nun, diese Gravitationswellen durchlaufen den Raum mit Lichtgeschwindigkeit und treffen irgendwann auf die Erde. Also auch die Erde wird gestaucht und gedehnt. Aber es gibt ein Problem. Der Effekt ist deutlich kleiner als das, was Sie hier visuell sehen. Nun, wie klein ist er? Dafür muss ich in den Mikrokosmos hineintauchen. Das, was Sie hier sehen, ist das leichteste Element, nämlich der Wasserstoff. Wasserstoffkern und hier das Elektron. Und der Durchmesser eines Wasserstoffatoms beträgt ein Angström, also ein Zehntel Milliardstel Meter. Und die Längenänderungen bei den Gravitationswellen, die sind noch viel kleiner, denn jetzt tauchen wir ein in den Atomkern, der ist noch mal winzig kleiner. Hier sehen Sie, es ist ein Proton. Und die eigentliche Längenänderung ist in der Größenordnung eines Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Also das ist wirklich winzig. So winzig, dass viele Wissenschaftler dachten, das ist aussichtslos, so etwas überhaupt nachzuweisen. Aber es ist gelungen. Und wie? Das habe ich mir selbst angesehen in Livingston im Staat Louisiana in den USA. Diese lange Röhre im Niemandsland ist der genaueste Zollstock, den Menschen je gebaut haben.
Ich bin zum weltweit größten Detektor für Gravitationswellen gereist, zum LIGO. Eines seiner beiden Observatorien steht hier in Livingston, etwa eine Autostunde von New Orleans entfernt. Das Erste, was mir auffällt, ist die Stille. Die Forscher am LIGO brauchten einen langen Atem. Seit der ersten Messung vor über 14 Jahren fanden sie bis zum Erfolg letztes Jahr keine einzige Gravitationswelle. Über 14 Jahre lang nichts. War Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihr Ziel, Gravitationswellen zu entdecken, vielleicht nie erreichen würden? Your entire professional life in something, not finding anything. Ja, das stimmt. Und es waren Kinder, die mir das vor Augen geführt haben. Was haben sie gesagt? Am Ende der Führung kamen sie zu uns und fragten, wie viele Gravitationswellen habt ihr gesehen? Wann habt ihr die letzte gesehen? Und unsere Antwort war, bis jetzt haben wir tatsächlich keine einzige gesehen. Aber sehr bald werden wir eine sehen. Enttäuschte Kinder können ganz schnell den wunden Punkt finden. Die Wissenschaftler schützen ihren Detektor wie ein rohes Ei. Erst will man uns gar nicht reinlassen. Doch dann geht es. Und zwar mit Begleitung. Scott McCormick ist Vakuumingenieur und inspiziert regelmäßig die Röhren. Und schon beim kleinsten Leck müsste das gesamte Experiment für Monate abgebrochen werden, erzählt er mir. Eine lange Röhre. Das ist eine unserer kostbaren Messstrecken. In dieser Röhre haben wir ein einzigartiges Vakuum hergestellt. 10 hoch minus 9 Torr. Unglaublich. Das muss also wirklich dicht sein hier. Ja, das hier ist die Schweißnaht. Auf der gesamten Strecke von 4 Kilometern perfekt gearbeitet. 4 Kilometer. Das ist eine Menge Pumperei. Die Wissenschaftler benutzen einen Laser, um Gravitationswellen zu messen. Die Laserstrahlen sollen sich möglichst ungehindert bewegen. Deshalb ist auf ihrer Laufstrecke ein Vakuum nötig. Das Messprinzip von LIGO. Ein Laserstrahl wird aufgeteilt in zwei identische Strahlen. Die durchlaufen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert sich auch das Überlagerungsmuster und dieses wird im Fotodetektor erfasst. Ohne Laserschutzbrille geht hier gar nichts, aus Sicherheitsgründen, denn ich betrete das Herz von LIGO, die Corner Station. Hier werden die Laserstrahlen geteilt und hier steht auch der Fotodetektor, der die Überlagerung des Lichts empfängt. Wenn Albert Einstein das sehen könnte. Vor 100 Jahren hatte er noch gezweifelt, ob man Gravitationswellen überhaupt messen könnte. Doch die Forscher haben die Empfindlichkeit des Detektors immer weiter verbessert. So viel Technologie, so viel Aufwand, um ein so winziges Signal zu messen. Inzwischen erfasst LIGO Längenänderungen von einem Milliardstel Milliardstel Meter. Dass wir hier drehen dürfen, ist eine Ausnahme. Man liest über Gravitationswellen, man guckt alles und dann steht man hier. Und ich sehe im Grunde genommen den Apparat. Und das ist ein Apparat, der Geschichte geschrieben hat, denn damit sind sie gefunden worden. Finde ich irgendwie cool. Der Laserraum. Hier müssen alle Mitarbeiter nicht nur eine Laserbrille tragen, sondern komplett bedeckt sein. Jede Hautschuppe, jedes Haar würde den Strahlengang verunreinigen und damit die Messung unbrauchbar machen.
Die LIGO-Laserexperten kontrollieren die Steuerungselemente zur Stabilisierung des Lasers. Von hier aus wird der Laserstrahl dann auf die Messstrecke geleitet. Diese Anlage gleicht einem rohen Ei. Die Wissenschaftler wollen ein winziges Signal aus dem Universum erfassen. Und das mitten auf der lärmenden Erde. Im Kontrollraum versuchen sie, die laute Geräuschkulisse unseres Lebens herauszufiltern. Wenn in diesem Moment Gravitationswellen ankommen würden, könnten Sie die erfassen? Ja, die könnten wir messen. Und das trotz aller Störsignale auf der Erde? Das sind ja alle anderen Aktivitäten. Wir haben Zehntausende anderer Geräuschquellen auf unserer Erde. Damit wir sie von den Gravitationswellen unterscheiden können, zeichnen wir sie dort drüben auf den Monitoren auf. Das ist ein Erdbeben. Wir haben Seismographen, die die Bewegung der Erdoberfläche messen. Aber wir messen damit nicht nur Erdbeben. Wir messen auch Menschen. Diese blauen Kurven zeigen uns, dass jemand draußen an unserer Anlage herumläuft. Wir messen auch Ozeanwellen im Golf von Mexiko, die an die Küste schlagen. They can be very large and they will shake the instrument. The waves slap the shore. Die Ozeanwellen stoßen gegen die Küste, der Boden bewegt sich. Und dann gibt es hier menschliche Aktivitäten. Hier messen wir, was die Menschen in unserer Region innerhalb der letzten 6 Stunden gemacht haben. Zunächst haben sie noch geschlafen, dann wachten sie auf, dann sind sie zur Arbeit gefahren. Manchmal sehen wir sogar einen Zug. Wenn man das alles sieht, hat man den Eindruck, der Detektor ist eine Art Raum der Stille. Alle Störgeräusche, die die Gravitationswellen überlagern könnten, sind in einem hörbaren Frequenzbereich. Sehr tief oder sehr hoch. Also versuchen wir, den stillsten Ort auf der Erde zu erschaffen. Die beste Konzerthalle der Welt, sodass man eine Stecknadel fallen hört. Die Suche nach Gravitationswellen war für viele Physiker eine Lebensaufgabe. Trotz fehlender Erfolge haben sie durchgehalten und alleine diese Beharrlichkeit ist bewundernswert. Auch die Physikerin Gabriela González war von Anfang an dabei. Wenn Sie sich die Erforschung der Gravitationswellen anschauen, vor 100 Jahren vermutete Albert Einstein sie. Und seitdem haben Generationen von Physikern versucht, das zu beweisen. Viele von ihnen haben es nicht geschafft. Ja, wer Gravitationswellen erforscht, muss einen langen Atem haben. Ich zum Beispiel arbeite seit 20 Jahren daran und bin bis heute noch genauso aufgeregt wie am ersten Tag. Die Kollegen vom LIGO-Projekt haben schon in den 70er Jahren angefangen. Kip Thorne erforschte schwarze Löcher und Ray Weiss überlegte, wie man Laserstrahlen zur Messung von Gravitationswellen nutzen könnte. Und sie arbeiten immer noch daran. Ray Weiss kommt immer wieder hier vorbei und bastelt an elektronischen Schaltungen. Es ist so aufregend, dass wir niemals damit aufhören werden. Diese stille Anlage im Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen.
Schon toll, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Nun, es geht, wie gesagt, um den Nachweis von Gravitationswellen und unterschiedliche kosmische Ereignisse erzeugen unterschiedliche Wellen. Und das hat man im Vorfeld genau berechnet anhand der Einsteinschen Gleichungen. Und dann weiß man, nach was man guckt. Ich mache das mal sehr deutlich. Nehmen wir mal rotierende schwarze Löcher. Hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Gravitationswellen. Die nähern sich an, also es wird immer enger. Sie verschmelzen, es gibt ein besonders starkes Signal und danach ist es ruhig. Und akustisch hört sich das wie folgt an. Also so ein Whoop. Und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung und eben die Stille danach. Also wenn man dieses Signal findet, weiß man, aha, das sind rotierende und verschmelzende schwarze Löcher. Aber es gibt ja noch andere kosmische Ereignisse, zum Beispiel Neutronensterne, die einfach rotieren. Auch da gibt es eine Gravitationswelle und die hört sich wie folgt an. Also das ist so ein konstanter heller Ton, hell, weil die rotieren sehr schnell. Oder drittes Beispiel, Neutronensterne, auch so ähnlich wie schwarze Löcher, rotieren die und verschmelzen und hört sich ziemlich ähnlich an wie dieses Whoop der schwarzen Löcher. Und noch ein viertes Beispiel, nämlich Sternexplosionen, ein einziges Ereignis und das ist so ein. Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen ein bisschen Wissenschaftler spielen und wenn Sie die Gravitationswellen Ihres Detektors anschauen und Sie hören ein Whoop, dann wissen Sie, aha, kann entweder nur ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern sein. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Nun, in Zukunft plant man das Ganze in richtig groß, also nicht mehr ein Detektor mit 4 Kilometern Schenkellänge, so wie bei LIGO, sondern das Ganze im Weltraum. Nämlich mit einem Abstand von 1 Million Kilometern. Das ELISA-Projekt, ja, steht in der Zukunft. 2034 frühestens soll es dann in Betrieb gehen. Aber damit kann man natürlich noch viel mehr, auch feinere Signale empfangen und versteht mehr zum Beispiel über die Zusammensetzung, über die Häufigkeit von schwarzen Löchern im Universum. Aber das ist Zukunftsmusik. Momentan geht es ja um die Detektoren hier auf der Erde, also LIGO in Hanford und in Livingston, wo ich gerade war. Aber Sie sehen hier auch GEO 600, denn in der Tat, auch Deutschland ist dabei. Und bei all diesen Detektoren ist es so, die Wissenschaftler arbeiten zusammen und es hat Jahrzehnte gebraucht. Und das ist total spannend, wenn man einfach mal mit einem Wissenschaftler spricht, der von Anfang an dabei war. Da haben wir ja so einen Moden-Expander Laseroptiken sind sein Spezialgebiet. Seit 25 Jahren ist Carsten Danzmann damit den Gravitationswellen auf der Spur. Zusammen mit seinen Kollegen am Albert-Einstein-Institut in Hannover hat er viele Bauteile entwickelt, die in den Messapparaturen in Livingston und Hanford schließlich zum Erfolg führen. Wenn man, wie ich, ein Vierteljahrhundert lang nach sowas gesucht hat und dann plötzlich ist es da, das dauert schon, bis Sie wirklich begreifen, was da passiert ist. Danzmann erinnert sich, wie alles begann. Auf einem Acker in der Nähe von Hannover. Zuerst nur eine Schneise, dann der erste Spatenstich. Trotz drastischer Kürzungen aus dem Wissenschaftsministerium entsteht hier der deutsche Detektor für Gravitationswellen, GEO 600. Ich kann mich noch genau erinnern, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Da stand ich da hinten an der Hecke und schaute nach links und rechts und dachte, ja, da bauen wir GEO 600 hin. Wir haben ja so klein gebaut, weil wir kein Geld hatten, um kilometergroße Arme zu bauen, wie wir ursprünglich wollten. Also haben wir alles zusammengekratzt, was wir finden konnten und alles mit eigenen Händen gebaut. GEO 600 ist wesentlich kleiner und kommt mit einem Sechstel des Budgets von LIGO aus. Doch die kleinere Anlage ist auch flexibler. Und Danzmann leistet mit seinen Kollegen wichtige Pionierarbeit. Sie entwickeln und erproben neue Spiegelaufhängungen und verbessern die Hochleistungslaser, die dann in den großen LIGO-Detektoren zum lang ersehnten Erfolg führen. Hat einen scharf definierten Rand,
Da ist die Anziehungskraft so stark, dass Licht nicht mehr entweichen kann. Schwarze Löcher sind für unsere Augen und Teleskope unsichtbar. Nur indirekt zu erschließen, wenn sie ganze Sterne fressen. So dachten die Physiker, bis Hawking herausfand, schwarze Löcher verraten sich noch durch etwas anderes. Ich fand zu meinem Erstaunen, ein schwarzes Loch müsste eigentlich doch Teilchen abstrahlen und das ständig. Was für eine Erkenntnis. Ein schwarzes Loch ist ja per Definition nicht sichtbar. Aber mit der neuen Theorie hinterlässt es doch sichtbare Spuren im Kosmos. Die Astronomen sprechen auch von der Hawking-Strahlung. Wir haben sie hier bläulich eingezeichnet. Und sie entsteht genau dann, wenn Reste des Sterns in das schwarze Loch hineingezogen werden. Und wenn Sie sich dieses Bild genauer anschauen, fällt Ihnen noch etwas auf. Nämlich quer dazu gibt es ebenfalls Strahlung. Und zwar in Form von Röntgenstrahlung. Sie entsteht dadurch, dass die Materie beim Eintritt in das schwarze Loch anfängt zu rotieren. Die Materie ist geladen und genau dadurch kommt es zu diesen Röntgenblitzen. Man spricht auch von Gamma-Ray-Bursts. Und die kann man nachweisen. Und zwar mit Radioteleskopen. Nun, wir sind zu so einer Sternwarte gefahren. Sie liegt in den französischen Alpen und zwar auf dem Plateau de Bure. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eigentlich einer der coolsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann. Alle 14 Tage fährt Charlène Lefebvre zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsort. Eine ganze Woche wird sie in den französischen Alpen auf dem Plateau de Bure verbringen. Dort auf 2500 Meter Höhe steht das leistungsfähigste Radioastronomie-Observatorium der Nordhalbkugel. Hier ist Charlène Lefebvre dem Rätsel der schwarzen Löcher auf der Spur. Dabei war nicht von Anfang an klar, dass sie einmal Astronomin werden würde. Ich bin aus wissenschaftlicher Neugier Astronomin geworden, wobei ich mich zuerst mit Elementarteilchen beschäftigt habe. Dann habe ich über ihre Rolle in unserem Universum nachgedacht. Das hat mich schließlich zu den Sternen geführt. Für die Zeit ihrer Wochenschicht ist Charlène Lefebvre die wissenschaftliche Chefin über die Radioteleskope. Vom Kontrollraum des Observatoriums aus werden die Radioschüsseln gesteuert. Hier entscheidet sie, welches astronomische Objekt je nach Erdposition und Wetterbedingungen anvisiert werden soll. Dafür arbeitet sie zusammen mit dem Experten für die komplizierte Technik der Teleskope. Heute visieren sie den Pferdekopfnebel im Sternbild Orion an. Er ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt. Mit Radioteleskopen können die Forscher durch die lichtundurchlässige Staubwolke blicken. Hier erkennen sie so, dass in den rot gefärbten Bereichen Sternenmaterie entsteht. Die sendet Radiowellen aus, aufgefangen von den Antennenschüsseln auf der Erde. Die Signale aus dem Weltall sind extrem schwach. Die Forscher und Techniker des Observatoriums haben dafür ultraempfindliche Empfänger entwickelt, die auf eine Temperatur nah am absoluten Nullpunkt gekühlt werden müssen. Trotz aller Technik kommt Charlène Lefebvre im Ausblick der Antenne manchmal ins Träumen. Hier fühlt sie sich dann dem Kosmos besonders nahe. Sie verrät uns ihren Traum. Ich würde gerne Radiowellen sehen können. So könnte ich Sachen sehen, die mir jetzt verborgen bleiben und würde unser Weltall, das mich umgibt, etwas besser verstehen. Das Besondere am Observatorium auf dem Plateau de Bure, alle Radioteleskope können miteinander verbunden werden. Eine Beobachtung mit nur einem ergibt beispielsweise solch ein Bild einer Galaxie. Die Forscher schalten aber in der Regel mehrere Antennen zusammen.
Ihre Signalleitungen laufen dafür an diesem speziell für diesen Zweck entwickelten Rechner zusammen. Der errechnet aus den Einzelsignalen ein wesentlich detailreicheres Bild. Je mehr Antennen, umso genauer. Deshalb soll die Anzahl der Antennen verdoppelt werden, von 6 auf 12. Für die Bauarbeiten wurden die Maschinen in Einzelteilen mit der Seilbahn nach oben gebracht und wieder zusammengebaut. Auch die Radioteleskope werden vor Ort gebaut, in der höchsten Fertigungshalle Europas. Sie werden in Serie gefertigt, nach dem Bauplan des langjährig erprobten Antennenmodells. Über 10 Spezialisten sind dafür im Dauereinsatz. Der Bau eines Teleskops dauert circa ein Jahr und kostet 5 Millionen Euro. Mit dem Projekt verfolgen die Techniker und Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abbilden. Auch für Astronomen eine besondere Herausforderung. Ich denke, dass man sich schwarze Löcher mit unserem menschlichen Verständnis nur sehr schwer vorstellen kann. Denn sie sind so gigantisch groß und so anders als alles, was wir kennen. Um es abbilden zu können, werden alle 12 geplanten Antennen, mit denen anderer Observatorien, zu einem weltumspannenden Radioteleskop verbunden. Das sollte dann besser in der Lage sein, den Strahlenkranz unseres schwarzen Loches zu sehen. Hier eine Simulation. Die Forscher hoffen, ein Bild wie dieses machen zu können. Doch so leicht gibt der Himmel seine Geheimnisse nicht preis. Ein spannender Beruf und das mit einer tollen. Und noch etwas gelingt den Forschern in Hannover. Es ist der 14. September 2015. Der italienische Physiker Marco Drago prüft die Signale der Detektoren von LIGO. Plötzlich ist da dieses Geräusch. Drago hört sich das Signal wieder und wieder an. I was surprised because I never saw something in the data. Ich war überrascht. Sowas hatte ich in den Daten noch nie gesehen. Ich war skeptisch und dachte, das war wohl ein Testlauf. Das Testsignal habe ich gesucht. Gefunden habe ich nichts. Drago schreibt eine E-Mail an alle, den kompletten Verteiler. Hallo zusammen, es gab gerade ein sehr besonderes Ereignis. Die Antworten folgen schnell. Alle sind sicher, es kann nur eine Gravitationswelle gewesen sein. Drago weiß, damit geht dieser Tag in die Wissenschaftsgeschichte ein. Man einigt sich, nicht sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war schwer. Man will es ja der ganzen Welt sagen, den Freunden, der Familie, dass wir es geschafft haben. Sonst spreche ich nicht über meine Arbeit. Doch beim Abendessen fragte mich dann plötzlich einer, na, hast du deine Wellen endlich gesehen? Ich sagte nur, nein, nichts. Ich habe da nie dran gezweifelt, dass wir Signale detektieren würden. Für mich war nur die Frage, wann. Und wie schön das erste Signal sein würde. Da haben wir Glück gehabt. Wir haben Geschichte gemacht. Ich bin wirklich stolz. Wir haben das ja nicht alles alleine mit unseren Händen nur geschaffen, sondern vor uns waren viele. Mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing, als er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und mir seinen Job übergeben hat, da hat er gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gesehen haben. Und er ist jetzt 102. Carsten Danzmann und seine Kollegen haben das Tor für eine ganz neue Astronomie aufgestoßen.
Gravitationswellen sind ein neues Fenster ins Universum. Und das kann man leicht verstehen. Warum? Das, was wir vom Universum wissen, wissen wir eigentlich vom Licht. Vom Licht der Sterne und der entfernten Galaxien. Oder physikalisch gesprochen von den elektromagnetischen Wellen. Nun, in den letzten Jahren hat man das erweitert. Also da gibt es jetzt Infrarot und auch Röntgenstrahlung. Aber es sind elektromagnetische Wellen. Und es gibt im Universum Zonen, wo genau diese Strahlung absorbiert wird. Also es kommt nichts mehr bei uns an. Und das ist der große Vorteil von Gravitationswellen. Denn die passieren, also damit wissen wir auch, was sich dahinter abspielt. Und wir bekommen also somit einen neuen Einblick ins Universum. Nun, bei der normalen Astronomie ist es so, da nutzt man ein Teleskop, das richtet man gegen Himmel. Bei den Gravitationswellen gibt es auch eine Art Ortsinformation, die wird rückgerechnet. Man hat ja mehrere Detektoren. Das hat man beim ersten Signal gemacht und schauen Sie mal, etwa von hier stammt es, und zwar aus dem Sternbild Schwertfisch. Was ich so toll daran finde, ist die Distanz, denn diese Gravitationswellen kommen aus einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Also die Wellen sind 1,3 Milliarden Jahre unterwegs. Nun, inzwischen gibt es noch weitere Hinweise, andere Signale. Und auch die kann man dank der beiden Detektoren besser eingrenzen. Aber Ziel ist natürlich, mit mehreren Detektoren immer genauer zu werden, was den Ort betrifft. Und wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages so etwas wie eine Karte des Universums mit den schwarzen Löchern. Nun, wenn man von schwarzen Löchern spricht, dann kommt man um einen Mann nicht umhin. Und das ist Stephen Hawking. Ich finde es immer unglaublich, der Mann spricht von der Großartigkeit des Universums und ist seit Jahrzehnten gefesselt an den Rollstuhl. Aber wenn er von schwarzen Löchern spricht, ist und bleibt es faszinierend. Seine Welt sind Formeln und Gleichungen. Stephen Hawkings Denken kreist um den Kosmos, mit all seinen Sternen und Galaxien. Von Anfang an wollte er immer tiefer eindringen in das Geheimnis unserer Milchstraße. Nur wenige sind diesem Geheimnis so nah gekommen wie er. Ich erinnere mich, wie ich nachts von London nach Hause kam. Die Laternen wurden um Mitternacht ausgeschaltet, um Geld zu sparen. Ich sah den Nachthimmel wie nie zuvor, mit der Milchstraße, die sich quer darüber zog. Die Milchstraße besteht aus über 200 Milliarden Sternen wie unsere Sonne. Riesige Gasbälle aus Wasserstoff, zusammengehalten durch die Schwerkraft. Der Druck im Innern ist so hoch, dass der Wasserstoff zündet und die Sterne leuchten. Ein normaler Stern verbrennt die meiste Zeit seines Lebens Wasserstoff. Ist er aufgebraucht, fällt der Stern durch seine eigene Schwerkraft zusammen. Es kommt zu einer Supernova, einer Sternexplosion. Ist der Stern nur dreimal schwerer als unsere Sonne, ist der Kollaps so heftig, dass ein schwarzes Loch entsteht. Schwarze Löcher schlummern also überall, auch in unserer Milchstraße. Es gibt ein schwarzes Loch von über 4 Millionen Sonnenmassen im Zentrum unserer Milchstraße. Hunderte Sterne, die wie in einem Uhrwerk um dieses schwarze Loch tanzen, verraten seine Position. Dazu haben die Astronomen die Sternenbahnen exakt vermessen. Aus jeder einzelnen Sternenbahn lässt sich so mit dem Gravitationsgesetz die genaue Position errechnen. Das rot markierte Kreuz. Exakt hier lauert das schwarze Loch. Nur mit Lichtteleskopen zu sehen, ist nichts. Nicht das Geringste. Ein schwarzes Loch. Und kommt mit einem Sechstel des Budgets von LIGO aus. Doch die kleinere Anlage ist auch flexibler. Und Danzmann leistet mit seinen Kollegen wichtige Pionierarbeit.
Sie entwickeln und erproben neue Spiegelaufhängungen und verbessern die Hochleistungslaser, die dann in den großen LIGO-Detektoren zum lang ersehnten Erfolg führen. Hat einen scharf definierten Rand. Da ist die Anziehungskraft so stark, dass Licht nicht mehr entweichen kann. Schwarze Löcher sind für unsere Augen und Teleskope unsichtbar. Nur indirekt zu erschließen, wenn sie ganze Sterne fressen. So dachten die Physiker, bis Hawking herausfand, schwarze Löcher verraten sich noch durch etwas anderes. Ich fand zu meinem Erstaunen, ein schwarzes Loch müsste eigentlich doch Teilchen abstrahlen, und das ständig. Was für eine Erkenntnis! Ein schwarzes Loch ist ja per Definition nicht sichtbar. Aber mit der neuen Theorie hinterlässt es doch sichtbare Spuren im Kosmos. Die Astronomen sprechen auch von der Hawking-Strahlung. Wir haben sie hier bläulich eingezeichnet. Und sie entsteht genau dann, wenn Reste des Sterns in das schwarze Loch hineingezogen werden. Und wenn Sie sich dieses Bild genauer anschauen, fällt Ihnen noch etwas auf. Nämlich quer dazu gibt es ebenfalls Strahlung. Und zwar in Form von Röntgenstrahlung. Sie entsteht dadurch, dass die Materie beim Eintritt in das schwarze Loch anfängt zu rotieren. Die Materie ist geladen und genau dadurch kommt es zu diesen Röntgenblitzen. Man spricht auch von Gamma-Ray-Bursts. Und die kann man nachweisen. Und zwar mit Radioteleskopen. Nun, wir sind zu so einer Sternwarte gefahren. Sie liegt in den französischen Alpen und zwar auf dem Plateau de Bure. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eigentlich einer der coolsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann. Alle 14 Tage fährt Charlène Lefebvre zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsort. Eine ganze Woche wird sie in den französischen Alpen auf dem Plateau de Bure verbringen. Dort auf 2500 Meter Höhe steht das leistungsfähigste Radioastronomie-Observatorium der Nordhalbkugel. Hier ist Charlène Lefebvre dem Rätsel der schwarzen Löcher auf der Spur. Dabei war nicht von Anfang an klar, dass sie einmal Astronomin werden würde. Ich bin aus wissenschaftlicher Neugier Astronomin geworden, wobei ich mich zuerst mit Elementarteilchen beschäftigt habe. Dann habe ich über ihre Rolle in uns... Milliardstel, Milliardstel Meter. Dass wir hier drehen dürfen, ist eine Ausnahme. Man liest über Gravitationswellen, man guckt alles und dann steht man hier. Und ich sehe im Grunde genommen den Apparat. Und das ist ein Apparat, der Geschichte geschrieben hat, denn damit sind sie gefunden worden. Finde ich irgendwie cool. Der Laserraum. Hier müssen alle Mitarbeiter nicht nur eine Laserbrille tragen, sondern komplett bedeckt sein. Jede Hautschuppe, jedes Haar würde den Strahlengang verunreinigen und damit die Messung unbrauchbar machen. Die LIGO-Laserexperten kontrollieren die Steuerungselemente zur Stabilisierung des Lasers. Von hier aus wird der Laserstrahl dann auf die Messstrecke geleitet. Diese Anlage gleicht einem rohen Ei. Die Wissenschaftler wollen ein winziges Signal aus dem Universum erfassen. Und das mitten auf der lärmenden Erde. Im Kontrollraum versuchen sie, die laute Geräuschkulisse unseres Lebens herauszufiltern. Wenn in diesem Moment Gravitationswellen ankommen würden, könnten Sie die erfassen? Ja, die könnten wir messen. Und das trotz aller Störsignale auf der Erde?
Das sind ja alle anderen Aktivitäten. Wir haben Zehntausende andere Geräuschquellen auf unserer Erde. Damit wir sie von den Gravitationswellen unterscheiden können, zeichnen wir sie dort drüben auf den Monitoren auf. Das ist ein Erdbeben. Wir haben Seismographen, die die Bewegung der Erdoberfläche messen. Aber wir messen damit nicht nur Erdbeben. Wir messen auch Menschen. Diese blauen Kurven zeigen uns, dass jemand draußen an unserer Anlage herumläuft. Wir messen auch Ozeanwellen im Golf von Mexiko, die an die Küste schlagen. They can be very large and they will shake the instrument. The waves slap the shore. So the waves slap. Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen. Schon toll, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Nun, es geht, wie gesagt, um den Nachweis von Gravitationswellen und unterschiedliche kosmische Ereignisse erzeugen unterschiedliche Wellen. Und das hat man im Vorfeld genau berechnet anhand der Einsteinschen Gleichungen. Und dann weiß man, nach was man guckt. Ich mache das mal sehr deutlich. Nehmen wir mal rotierende schwarze Löcher. Hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Gravitationswellen. Die nähern sich an, also es wird immer enger. Sie verschmelzen, es gibt ein besonders starkes Signal und danach ist es ruhig. Und akustisch hört sich das wie folgt an. Also so ein Whoop. Und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung und eben die Stille danach. Also wenn man dieses Signal findet, weiß man, aha, das sind rotierende und verschmelzende schwarze Löcher. Aber es gibt ja noch andere kosmische Ereignisse, zum Beispiel Neutronensterne, die einfach rotieren. Auch da gibt es eine Gravitationswelle und die hört sich wie folgt an. Also das ist so ein konstanter, heller Ton, hell, weil die rotieren sehr schnell. Oder drittes Beispiel, Neutronensterne, auch so ähnlich wie schwarze Löcher, rotieren die und verschmelzen und hört sich ziemlich ähnlich an wie dieses Whoop der schwarzen Löcher. Und noch ein viertes Beispiel, nämlich Sternexplosionen, ein einziges Ereignis und das ist so ein. Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen ein bisschen Wissenschaftler spielen und wenn Sie die Gravitationswellen Ihres Detektors anschauen und Sie hören ein Whoop, dann wissen Sie, aha, kann entweder nur ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern sein. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Nun, in Zukunft plant man das Ganze in richtig groß, also nicht mehr ein Detektor mit 4 Kilometern Schenkellänge, so wie bei LIGO, sondern das Ganze im Weltraum. Nämlich mit einem Abstand von 1 Million Kilometern. Das ELISA-Projekt, ja, steht in der Zukunft. 2034 frühestens soll es dann in Betrieb gehen. Aber damit kann man natürlich noch viel mehr, auch feinere Signale empfangen und versteht mehr zum Beispiel über die Zusammensetzung, über die Häufigkeit von schwarzen Löchern im Universum. Aber das ist Zukunftsmusik. Momentan geht es ja um die Detektoren hier auf der Erde. Drago weiß, damit geht dieser Tag in die Wissenschaftsgeschichte ein. Man einigt sich, nicht sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war schwer. Man will es ja der ganzen Welt sagen, den Freunden, der Familie, dass wir es geschafft haben. Sonst spreche ich nicht über meine Arbeit. Doch beim Abendessen fragte mich dann plötzlich einer, na, hast du deine Wellen endlich gesehen? Ich sagte nur, nein, nichts. Ich habe da nie dran gezweifelt, dass wir Signale detektieren würden. Für mich war nur die Frage, wann. Und wie schön das erste Signal sein würde. Da haben wir Glück gehabt. Wir haben Geschichte gemacht. Ich bin wirklich stolz.
Wir haben das ja nicht alles alleine mit unseren Händen nur geschaffen, sondern vor uns waren viele. Mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing. Als er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und mir seinen Job übergeben hat, da hat er gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gesehen haben. Und er ist jetzt 102. Carsten Danzmann und seine Kollegen haben das Tor für eine ganz neue Astronomie aufgestoßen. Gravitationswellen sind ein neues Fenster ins Universum. Und das kann man leicht verstehen. Warum? Das, was wir vom Universum wissen, wissen wir eigentlich vom Licht der Sterne und der entfernten Galaxien oder physikalisch gesprochen von den elektromagnetischen Wellen. Nun, in den letzten Jahren hat man das erweitert, also da gibt es jetzt Infrarot und auch Röntgenstrahlung, aber es sind elektromagnetische Wellen und es gibt im Universum Zonen, wo genau diese Strahlung absorbiert wird, also es kommt nichts mehr bei uns an. Und das ist der große Vorteil von Gravitationswellen, denn die passieren, also damit wissen wir auch, was sich dahinter abspielt und wir bekommen also somit einen neuen Einblick ins Universum. Nun, bei der normalen Astronomie ist es so, da nutzt man ein Teleskop, das richtet man gegen Himmel. Bei den Gravitationswellen gibt es auch eine Art Ortsinformation, die wird rückgerechnet. Man hat ja mehrere Detektoren. Das hat man beim ersten Signal gemacht. Und schauen Sie mal, etwa von hier stammt es, und zwar aus dem Sternbild Schwertfisch. Was ich so toll daran finde, ist die Distanz. Denn diese Gravitationswellen kommen aus einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Also die Wellen sind 1,3 Milliarden Jahre unterwegs. Nun inzwischen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert sich auch das Überlagerungsmuster. Und dieses wird im Fotodetektor erfasst. Ohne Laserschutzbrille geht hier gar nichts. Aus Sicherheitsgründen, denn ich betrete das Herz von LIGO, die Corner Station. Hier werden die Laserstrahlen geteilt und hier steht auch der Fotodetektor, der die Überlagerung des Lichts empfängt. Wenn Albert Einstein das sehen könnte. Vor 100 Jahren hatte er noch gezweifelt, ob man Gravitationswellen überhaupt messen könnte. Doch die Forscher haben die Empfindlichkeit des Detektors immer weiter verbessert. So viel Technologie, so viel Aufwand, um ein so winziges Signal zu messen. Inzwischen erfasst LIGO Längenänderungen von einem Milliardstel Milliardstel Meter. Dass wir hier drehen dürfen, ist eine Ausnahme. Man liest über Gravitationswellen, man guckt alles und dann steht man hier. Und ich sehe im Grunde genommen den Apparat. Und das ist ein Apparat, der Geschichte geschrieben hat, denn damit sind sie gefunden worden. Finde ich irgendwie cool. Der Laserraum. Hier müssen alle Mitarbeiter nicht nur eine Laserbrille tragen, sondern komplett bedeckt sein. Jede Hautschuppe, jedes Haar würde den Strahlengang verunreinigen und damit die Messung unbrauchbar machen. Die LIGO-Laserexperten kontrollieren die Steuerungselemente zur Stabilisierung des Lasers. Von hier aus wird der Laserstrahl dann auf die Messstrecke geleitet. Diese Anlage gleicht einem rohen Ei. Die Wissenschaftler wollen ein winziges Signal aus dem Universum erfassen. Und das mitten auf der lärmenden Erde.
Detektor ist eine Art Raum der Stille. Alle Störgeräusche, die die Gravitationswellen überlagern könnten, sind in einem hörbaren Frequenzbereich. Sehr tief oder sehr hoch. Also versuchen wir, den stillsten Ort auf der Erde zu erschaffen. Die beste Konzerthalle der Welt, sodass man eine Stecknadel fallen hört. Die Suche nach Gravitationswellen war für viele Physiker eine Lebensaufgabe. Trotz fehlender Erfolge haben sie durchgehalten und alleine diese Beharrlichkeit ist bewundernswert. Auch die Physikerin Gabriela González war von Anfang an dabei. Wenn Sie sich die Erforschung der Gravitationswellen anschauen, vor 100 Jahren vermutete Albert Einstein sie. Und seitdem haben Generationen von Physikern versucht, das zu beweisen. Viele von ihnen haben es nicht geschafft. Ja, wer Gravitationswellen erforscht, muss einen langen Atem haben. Ich zum Beispiel arbeite seit 20 Jahren daran und bin bis heute noch genauso aufgeregt wie am ersten Tag. Die Kollegen vom LIGO-Projekt haben schon in den 70er Jahren angefangen. Kip Thorne erforschte schwarze Löcher und Ray Weiss überlegte, wie man Laserstrahlen zur Messung von Gravitationswellen nutzen könnte. Und sie arbeiten immer noch daran. Ray Weiss kommt immer wieder hier vorbei und bastelt an elektronischen Schaltungen. Es ist so aufregend, dass wir niemals damit aufhören werden. Diese stille Anlage im Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen. Schon toll, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Nun, es geht, wie gesagt, um den Nachweis von Gravitationswellen und unterschiedliche kosmische Ereignisse erzeugen unterschiedliche Wellen. Und das hat man im Vorfeld genau berechnet anhand der Einsteinschen Gleichungen. Und dann weiß man, nach was man guckt. Ich mache das mal sehr deutlich. Nehmen wir mal rotierende schwarze Löcher. Hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Gravitationswellen. Die nähern sich an, also es wird immer enger. Sie verschmelzen, es gibt ein besonders starkes Signal und danach ist es ruhig. Und akustisch hört sich das wie folgt an. Also so ein Whoop. Und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung. Hinweis für Vulkanismus, ein Vulkanismus, der durch Gravitation entsteht. Also damit gäbe es auch Möglichkeiten, dass genug Wärme da ist, damit dieses Wasser flüssig ist und prinzipiell auch dort Leben entstehen kann. Und genau in die Richtung denkt man weiter und schaut nun auch bei anderen Planeten und anderen Monden nach. Und nach einer Reisezeit von immerhin 10 Jahren erreichte eine andere Sonde namens New Horizons den Rand unseres Sonnensystems, den entferntesten Planeten, nämlich Pluto. 1930 war es eine Sensation. Ein winziger Lichtpunkt, der auf 2 Himmelsfotos die Position wechselt. Planet Pluto war entdeckt. Doch der 9. Planet ist so weit draußen, dass man nicht mehr wusste, als dass er da ist. Dann 1978 eine weitere Überraschung. Astronomen vergleichen Aufnahmen von Pluto und entdeckten eine kleine Auswölbung. Ihre Schlussfolgerung: Pluto hat einen Mond. Doch die Informationen bleiben spärlich. Selbst das Hubble Space Teleskop liefert im Jahr 2002 nur ein verschwommenes Bild von Pluto. Und 2006 wird ihm sogar der Status als Planet aberkannt. Er ist nur noch ein unbedeutender Zwergplanet. Die Sonde New Horizons soll das ändern. Fast 10 Jahre fliegt sie quer durch unser Sonnensystem. Im Sommer 2015 kommt sie an Pluto an. Und siehe da,
Die Astronomen haben den Zwergplaneten falsch eingeschätzt. Er ist rund 40 Kilometer größer als gedacht und damit wieder das größte bekannte Objekt am Rande unseres Sonnensystems. Außerdem sind die Wissenschaftler von der Vielzahl an geologischen Strukturen überrascht. Sie hatten eine einheitliche, öde Oberfläche erwartet. Doch stattdessen türmen sich zum Beispiel bis zu 3000 Meter hohe Berge empor. Die dürfte es bei einer Oberfläche aus Stickstoff, Methan und Kohlenmonoxideis eigentlich gar nicht geben. Denn diese Sorten von Eis sind viel zu porös, um solchen großen Strukturen standzuhalten. Es muss Wassereis sein. Als die Sonde in den Schatten von Pluto fliegt, erkennt sie im Gegenlicht eine weitere. Mit Radioteleskopen können die Forscher durch die lichtundurchlässige Staubwolke blicken. Hier erkennen sie so, dass in den rot gefärbten Bereichen Sternenmaterie entsteht. Die sendet Radiowellen aus, aufgefangen von den Antennenschüsseln auf der Erde. Die Signale aus dem Weltall sind extrem schwach. Die Forscher und Techniker des Observatoriums haben dafür ultraempfindliche Empfänger entwickelt, die auf eine Temperatur nah am absoluten Nullpunkt gekühlt werden müssen. Trotz aller Technik kommt Charlène Lefebvre im Ausblick der Antenne manchmal ins Träumen. Hier fühlt sie sich dann dem Kosmos besonders nahe. Sie verrät uns ihren Traum. Ich würde gerne Radiowellen sehen können. So könnte ich Sachen sehen, die mir jetzt verborgen bleiben und würde unser Weltall, das mich umgibt, etwas besser verstehen. Das Besondere am Observatorium auf dem Plateau de Bure, alle Radioteleskope können miteinander verbunden werden. Eine Beobachtung mit nur einem ergibt beispielsweise solch ein Bild einer Galaxie. Die Forscher schalten aber in der Regel mehrere Antennen zusammen. Ihre Signalleitungen laufen dafür an diesem speziell für diesen Zweck entwickelten Rechner zusammen. Der errechnet aus den Einzelsignalen ein wesentlich detailreicheres Bild. Je mehr Antennen, umso genauer. Deshalb soll die Anzahl der Antennen verdoppelt werden, von 6 auf 12. Für die Bauarbeiten wurden die Maschinen in Einzelteilen mit der Seilbahn nach oben gebracht und wieder zusammengebaut. Auch die Radioteleskope werden vor Ort gebaut, in der höchsten Fertigungshalle Europas. Sie werden in Serie gefertigt, nach dem Bauplan des langjährig erprobten Antennenmodells. Über 10 Spezialisten sind dafür im Dauereinsatz. Der Bau eines Teleskops dauert circa ein Jahr und kostet 5 Millionen Euro. Mit dem Projekt verfolgen die Techniker und Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abbilden. Auch für Astronomen eine besondere Herausforderung. Ich denke, dass man sich schwarze Löcher mit unseren. Ich bin zum weltweit größten Detektor für Gravitationswellen gereist, zum LIGO. Eines seiner beiden Observatorien steht hier in Livingston, etwa eine Autostunde von New Orleans entfernt. Das Erste, was mir auffällt, ist die Stille. Die Forscher am LIGO brauchten einen langen Atem. Seit der ersten Messung vor über 14 Jahren fanden sie bis zum Erfolg letztes Jahr keine einzige Gravitationswelle. Über 14 Jahre lang nichts. War Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihr Ziel, Gravitationswellen zu entdecken, vielleicht nie erreichen würden? Your entire professional life in something, not finding anything.
Ja, das stimmt. Und es waren Kinder, die mir das vor Augen geführt haben. Was haben sie gesagt? Am Ende der Führung kamen sie zu uns und fragten, wie viele Gravitationswellen habt ihr gesehen? Wann habt ihr die letzte gesehen? Und unsere Antwort war, bis jetzt haben wir tatsächlich keine einzige gesehen. Aber sehr bald werden wir eine sehen. Enttäuschte Kinder können ganz schnell den wunden Punkt finden. Die Wissenschaftler schützen ihren Detektor wie ein rohes Ei. Erst will man uns gar nicht reinlassen. Doch dann geht es. Und zwar mit Begleitung. Scott McCormick ist Vakuumingenieur und inspiziert regelmäßig die Röhren. Und schon beim kleinsten Leck müsste das gesamte Experiment für Monate abgebrochen werden, erzählt er mir. Eine lange Röhre. Das ist eine unserer kostbaren Messstrecken. In dieser Röhre haben wir ein einzigartiges Vakuum hergestellt. 10 hoch minus 9 Torr. Unglaublich. Das muss also wirklich dicht sein hier. Ja, das hier ist die Schweißnaht. Auf der gesamten Strecke von 4 Kilometern perfekt gearbeitet. 4 Kilometer. Das ist eine Menge Pumperei. Die Wissenschaftler benutzen einen Laser, um Gravitationswellen zu messen. Die Laserstrahlen sollen sich möglichst ungehindert bewegen. Deshalb ist auf ihrer Laufstrecke ein Vakuum nötig. Das Messprinzip von LIGO. Ein Laserstrahl wird aufgeteilt in zwei identische Strahlen. Die durchlaufen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert von Wellen aussenden. Für Einstein sind das Kräuselungen der Raumzeit, wie auf einem See, Gravitationswellen. Je schneller sich etwas bewegt, umso stärker die Gravitationswellen. Danach suchen die Astronomen seit 100 Jahren. Einstein rechnet aus, dass diese Kräuselungen der Raumzeit unglaublich winzig sein müssen. Und bleibt selbst skeptisch, ob man sie jemals messen wird. Gravitationswellen sind Veränderungen der Raumzeit oder Kräuselungen. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen abstrakt, aber man kann sich das Ganze vorstellen wie ein Stauchen und ein Dehnen des Raumes. Und das passiert immer dann, wenn Massen rotieren. Je schwerer die Massen, umso größer der Effekt. Und das ist der Grund, warum man nach schwarzen rotierenden Löchern gesucht hat. Denn schwarze Löcher sind ja bekanntlich sehr massereich. Nun, diese Gravitationswellen durchlaufen den Raum mit Lichtgeschwindigkeit und treffen irgendwann auf die Erde. Also auch die Erde wird gestaucht und gedehnt. Aber es gibt ein Problem. Der Effekt ist deutlich kleiner als das, was Sie hier visuell sehen. Nun, wie klein ist er? Dafür muss ich in den Mikrokosmos hineintauchen. Das, was Sie hier sehen, ist das leichteste Element, nämlich der Wasserstoff. Wasserstoffkern und hier das Elektron. Und der Durchmesser eines Wasserstoffatoms beträgt ein Angström, also ein Zehntel Milliardstel Meter. Und die Längenänderungen bei den Gravitationswellen, die sind noch viel kleiner, denn jetzt tauchen wir ein in den Atomkern, der ist noch mal winzig kleiner. Hier sehen Sie es, ein Proton. Und die eigentliche Längenänderung ist in der Größenordnung eines Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Also das ist wirklich winzig. So winzig, dass viele Wissenschaftler dachten, das ist aussichtslos, so etwas überhaupt nachzuweisen. Aber es ist gelungen. Und wie? Das habe ich mir selbst angesehen in Livingston im Staat Louisiana in den USA. Diese lange Röhre im Niemandsland ist der genaueste Zollstock, den Menschen je gebaut haben. Ich bin zum weltweit größten Detektor für Gravitationswellen gereist, zum LIGO. Eines seiner beiden Observatorien steht hier in Livingston.
etwa eine Autostunde von New Orleans entfernt. Und wieder zusammengebaut. Auch die Radioteleskope werden vor Ort gebaut, in der höchsten Fertigungshalle Europas. Sie werden in Serie gefertigt, nach dem Bauplan des langjährig erprobten Antennenmodells. Über 10 Spezialisten sind dafür im Dauereinsatz. Der Bau eines Teleskops dauert circa ein Jahr und kostet 5 Millionen Euro. Mit dem Projekt verfolgen die Techniker und Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abbilden. Auch für Astronomen eine besondere Herausforderung. Ich denke, dass man sich schwarze Löcher mit unserem menschlichen Verständnis nur sehr schwer vorstellen kann. Denn sie sind so gigantisch groß und so anders als alles, was wir kennen. Um es abbilden zu können, werden alle 12 geplanten Antennen mit denen anderer Observatorien zu einem weltumspannenden Radioteleskop verbunden. Das sollte dann besser in der Lage sein, den Strahlenkranz unseres schwarzen Loches zu sehen. Hier eine Simulation. Die Forscher hoffen, ein Bild wie dieses machen zu können. Doch so leicht gibt der Himmel seine Geheimnisse nicht preis. Ein spannender Beruf und das mit einer tollen Aussicht. In der Sendung ging es bislang um schwarze Löcher, um Gravitationswellen, um die großen Fragen des Universums. Aber es taucht immer wieder auch eine Frage auf, nämlich wie steht es mit Leben? Nun, das wird deutlich, wenn wir uns mal uns selbst betrachten. Wir bewohnen einen Rand unserer Galaxie. Hier sehen Sie die Sonne und das ist die Erde. Und lange Jahre hat man gedacht, naja, also nur im Abstand, man spricht auch von der habitablen Zone, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, wo also flüssiges Wasser auch möglich ist, dort kann Leben entstehen. Aber da ändert sich im Moment etwas. Denn am 4. Juli, nach etwa 5 Jahren, kam die Sonde Juno vorbei am größten Planeten unseres Sonnensystems, nämlich Jupiter. Nun, Jupiter wird umkreist von Monden und es gibt einen Mond, der besonders interessant ist, nämlich Europa. Den hat man genauer untersucht. Hier sehen Sie ihn. Europa ist etwa so groß wie unser Erdmond, aber es gibt große Unterschiede. Schwarze Löcher sind für unsere Augen und Teleskope unsichtbar. Nur indirekt zu erschließen, wenn sie ganze Sterne fressen. So dachten die Physiker, bis Hawking herausfand, schwarze Löcher verraten sich noch durch etwas anderes. Ich fand zu meinem Erstaunen, ein schwarzes Loch müsste eigentlich doch Teilchen abstrahlen und das ständig. Was für eine Erkenntnis. Ein schwarzes Loch ist ja per Definition nicht sichtbar. Aber mit der neuen Theorie hinterlässt es doch sichtbare Spuren im Kosmos. Die Astronomen sprechen auch von der Hawking-Strahlung. Wir haben sie hier bläulich eingezeichnet. Und sie entsteht genau dann, wenn Reste des Sterns in das schwarze Loch hineingezogen werden. Und wenn Sie sich dieses Bild genauer anschauen, fällt Ihnen noch etwas auf. Nämlich quer dazu gibt es ebenfalls Strahlung. Und zwar in Form von Röntgenstrahlung. Sie entsteht dadurch, dass die Materie beim Eintritt in das schwarze Loch anfängt zu rotieren. Die Materie ist geladen und genau dadurch kommt es zu diesen Röntgenblitzen. Man spricht auch von Gamma-Ray-Bursts. Und die kann man nachweisen. Und zwar mit Radioteleskopen. Nun, wir sind zu so einer Sternwarte gefahren. Sie liegt in den französischen Alpen und zwar auf dem Plateau de Bure. Und ich kann nur sagen, für mich ist das eigentlich einer der coolsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann. Alle 14 Tage fährt Charlène Lefebvre zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsort. Eine ganze Woche wird sie in den französischen Alpen auf dem Plateau de Bure verbringen.
Dort auf 2500 Meter Höhe steht das leistungsfähigste Radioastronomie-Observatorium der Nordhalbkugel. Hier ist Chalain Lefebvre dem Rätsel der schwarzen Löcher auf der Spur. Dabei war nicht von Anfang an klar, dass sie einmal Astronomin werden würde. Ich bin aus wissenschaftlicher Neugier Astronomin geworden, wobei ich mich zuerst mit Elementarteilchen beschäftigt habe. Dann habe ich über ihre Rolle in unserem Universum nachgedacht. Das hat mich schließlich zu den Sternen geführt. Für die Zeit ihrer Wochenschicht ist Chalain Lefebvre die wissenschaftliche Chefin über die Radioteleskope. Vom Kontrollraum des Observatoriums aus werden die Radioschüsseln gesteuert. Hier entscheidet sie, welches astronomische Objekt je nach Erdposition und Wetterbedingungen anvisiert werden soll. Dafür arbeitet sie zusammen mit dem Experten für die Aktion von Physikern versucht, das zu beweisen. Viele von ihnen haben es nicht geschafft. Ja, wer Gravitationswellen erforscht, muss einen langen Atem haben. Ich zum Beispiel arbeite seit 20 Jahren daran und bin bis heute noch genauso aufgeregt wie am ersten Tag. Die Kollegen vom LIGO-Projekt haben schon in den 70er Jahren angefangen. Kip Thorne erforschte schwarze Löcher und Ray Weiss überlegte, wie man Laserstrahlen zur Messung von Gravitationswellen nutzen könnte. Und sie arbeiten immer noch daran. Ray Weiss kommt immer wieder hier vorbei und bastelt an elektronischen Schaltungen. Es ist so aufregend, dass wir niemals damit aufhören werden. Diese stille Anlage im Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen. Schon toll, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Nun, es geht, wie gesagt, um den Nachweis von Gravitationswellen und unterschiedliche kosmische Ereignisse erzeugen unterschiedliche Wellen. Und das hat man im Vorfeld genau berechnet anhand der Einsteinschen Gleichungen. Und dann weiß man, nach was man guckt. Ich mache das mal sehr deutlich. Nehmen wir mal rotierende schwarze Löcher. Hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Gravitationswellen. Die nähern sich an, also es wird immer enger. Sie verschmelzen, es gibt ein besonders starkes Signal und danach ist es ruhig. Und akustisch hört sich das wie folgt an. Also so ein Whoop. Und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung und eben die Stille danach. Also wenn man dieses Signal findet, weiß man, aha, das sind rotierende und verschmelzende schwarze Löcher. Aber es gibt ja noch andere kosmische Ereignisse, zum Beispiel Neutronensterne, die einfach rotieren. Auch da gibt es eine Gravitationswelle und die hört sich wie folgt an. Also das ist so ein konstanter heller Ton, hell, weil die rotieren sehr schnell. Oder drittes Beispiel, Neutronensterne, auch so ähnlich wie schwarze Löcher, rotieren die und verschmelzen und hört sich ziemlich ähnlich an wie dieses Whoop der schwarzen Löcher. Und noch ein viertes Beispiel, nämlich Sternexplosionen, ein einziges Ereignis und das ist so ein. Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen ein bisschen Wissenschaftler spielen und wenn Sie, also so ein Whoop, und das ist charakteristisch für diese drei Phasen, also die Rotation, die Verschmelzung und eben die Stille danach. Also wenn man dieses Signal findet, weiß man, aha, das sind rotierende und verschmelzende schwarze Löcher. Aber es gibt ja noch andere kosmische Ereignisse, zum Beispiel Neutronensterne, die einfach rotieren. Auch da gibt es eine Gravitationswelle und die hört sich wie folgt an. Also das ist so ein konstanter heller Ton, hell, weil die rotieren sehr schnell. Oder drittes Beispiel, Neutronensterne, auch so ähnlich wie schwarze Löcher, rotieren die und verschmelzen und hört sich ziemlich ähnlich an wie dieses Whoop der schwarzen Löcher. Und noch ein
Viertes Beispiel, nämlich Sternexplosionen. Ein einziges Ereignis. Und das ist so ein... Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen ein bisschen Wissenschaftler spielen. Und wenn Sie die Gravitationswellen Ihres Detektors anschauen und Sie hören ein Whoop, dann wissen Sie, aha, kann entweder nur ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern sein. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Nun, in Zukunft plant man das Ganze in richtig groß, also nicht mehr ein Detektor mit 4 Kilometern Schenkellänge, so wie bei LIGO, sondern das Ganze im Weltraum, nämlich mit einem Abstand von 1 Million Kilometern. Das ELISA-Projekt, ja, steht in der Zukunft. 2034 frühestens soll es dann in Betrieb gehen. Aber damit kann man natürlich noch viel mehr, auch feinere Signale empfangen und versteht mehr zum Beispiel über die Zusammensetzung, über die Häufigkeit von schwarzen Löchern im Universum. Aber das ist Zukunftsmusik. Momentan geht es ja um die Detektoren hier auf der Erde, also LIGO in Hanford und in Livingston, wo ich gerade war. Aber Sie sehen hier auch GEO 600, denn in der Tat, auch Deutschland ist dabei. Und bei all diesen Detektoren ist es so, die Wissenschaftler arbeiten zusammen und es hat Jahrzehnte gebraucht. Und das ist total spannend, wenn man einfach mal mit einem Wissenschaftler spricht, der von Anfang an dabei war. Da haben wir ja so einen Bodenexpander Laseroptiken sind sein Spezialgebiet. Seit 25 Jahren ist Carsten Danzmann damit den Gravitationswellen auf der Spur. Zusammen mit seinen Kollegen am Albert-Einstein-Institut in Hannover hat er viele Bauteile entwickelt, die in den Messapparaturen in Livingston und Hanford schließlich zum Erfolg führen. Wenn man, wie ich, ein Vierteljahrhundert lang nach sowas gesucht hat und dann plötzlich ist es da, das dauert schon, bis Sie wirklich begreifen, was da... Eine Autostunde von New Orleans entfernt. Das Erste, was mir auffällt, ist die Stille. Die Forscher am LIGO brauchten einen langen Atem. Seit der ersten Messung vor über 14 Jahren fanden sie bis zum Erfolg letztes Jahr keine einzige Gravitationswelle. Über 14 Jahre lang nichts. War Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihr Ziel, Gravitationswellen zu entdecken, vielleicht nie erreichen würden? Your entire professional life in something, not finding anything. Ja, das stimmt. Und es waren Kinder, die mir das vor Augen geführt haben. Was haben Sie gesagt? Am Ende der Führung kamen sie zu uns und fragten, wie viele Gravitationswellen habt ihr gesehen? Wann habt ihr die letzte gesehen? Und unsere Antwort war, bis jetzt haben wir tatsächlich keine einzige gesehen. Aber sehr bald werden wir eine sehen. Enttäuschte Kinder können ganz schnell den wunden Punkt finden. Die Wissenschaftler schützen ihren Detektor wie ein rohes Ei. Erst will man uns gar nicht reinlassen. Doch dann geht es. Und zwar mit Begleitung. Scott McCormick ist Vakuumingenieur und inspiziert regelmäßig die Röhren. Und schon beim kleinsten Leck müsste das gesamte Experiment für Monate abgebrochen werden, erzählt er mir. Eine lange Röhre. Das ist eine unserer kostbaren Messstrecken. In dieser Röhre haben wir ein einzigartiges Vakuum hergestellt. 10 hoch minus 9 Torr. Unglaublich. Das muss also wirklich dicht sein hier. Ja, das hier ist die Schweißnaht. Auf der gesamten Strecke von 4 Kilometern perfekt gearbeitet. 4 Kilometer. Das ist eine Menge Pumperei. Die Wissenschaftler benutzen einen Laser, um Gravitationswellen zu messen. Die Laserstrahlen sollen sich möglichst ungehindert bewegen. Deshalb ist auf ihrer Laufstrecke ein Vakuum nötig. Das Messprinzip von LIGO. Ein Laserstrahl wird aufgeteilt in 2 identische Strahlen. Die durchlaufen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert sich auch das Überlagerungsmuster. Und dieses wird im Fotodetektor erfasst.
Expander Laseroptiken sind sein Spezialgebiet. Seit 25 Jahren ist Carsten Danzmann damit den Gravitationswellen auf der Spur. Zusammen mit seinen Kollegen am Albert-Einstein-Institut in Hannover hat er viele Bauteile entwickelt, die in den Messapparaturen in Livingston und Hanford schließlich zum Erfolg führen. Wenn man, wie ich, ein Vierteljahrhundert lang nach sowas gesucht hat und dann plötzlich ist es da, das dauert schon, bis sie wirklich begreifen, was da passiert ist. Danzmann erinnert sich, wie alles begann. Auf einem Acker in der Nähe von Hannover. Zuerst nur eine Schneise, dann der erste Spatenstich. Trotz drastischer Kürzungen aus dem Wissenschaftsministerium entsteht hier der deutsche Detektor für Gravitationswellen, GEO 600. Ich kann mich noch genau erinnern, es ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Da stand ich da hinten an der Hecke und schaute nach links und rechts und dachte, ja, da bauen wir GEO 600 hin. Wir haben ja so klein gebaut, weil wir kein Geld hatten, um kilometergroße Arme zu bauen, wie wir ursprünglich wollten. Also haben wir alles zusammengekratzt, was wir finden konnten und alles mit eigenen Händen gebaut. GEO 600 ist wesentlich kleiner und kommt mit einem Sechstel des Budgets von LIGO aus. Doch die kleinere Anlage ist auch flexibler. Und Danzmann leistet mit seinen Kollegen wichtige Pionierarbeit. Sie entwickeln und erproben neue Spiegelaufhängungen und verbessern die Hochleistungslaser, die dann in den großen LIGO-Detektoren zum lang ersehnten Erfolg führen. Hat einen scharf definierten Rand. Da ist die Anziehungskraft so stark, dass Licht nicht mehr entweichen kann. Schwarze Löcher sind für unsere Augen und Teleskope unsichtbar. Nur indirekt zu erschließen, wenn sie ganze Sterne fressen. So dachten die Physiker, bis Hawking herausfand, schwarze Löcher verraten sich noch durch etwas anderes. Ich fand zu meinem Erstaunen, ein schwarzes Loch müsste eigentlich doch Teilchen abstrahlen und das ständig. Was für eine Erkenntnis. Ein schwarzes Loch ist ja per Definition nicht sichtbar. Aber mit der neuen Theorie hinterlässt es doch sichtbare Spuren im Kosmos. Die Astronomen sprechen auch von der Hawking-Strahlung. Wir haben sie hier bläulich eingezeichnet. Und sie entsteht genau dann, wenn Reste des Sterns in das schwarze Loch hineingezogen werden. Und wenn Sie sich dieses Bild genauer anschauen, fällt Ihnen noch etwas auf. Ich bin aus wissenschaftlicher Neugier Astronomin geworden, wobei ich mich zuerst mit Elementarteilchen beschäftigt habe. Dann habe ich über ihre Rolle in unserem Universum nachgedacht. Das hat mich schließlich zu den Sternen geführt. Für die Zeit ihrer Wochenschicht ist Charlène Lefebvre die wissenschaftliche Chefin über die Radioteleskope. Vom Kontrollraum des Observatoriums aus werden die Radioschüsseln gesteuert. Hier entscheidet sie, welches astronomische Objekt je nach Erdposition und Wetterbedingungen anvisiert werden soll. Dafür arbeitet sie zusammen mit dem Experten für die komplizierte Technik der Teleskope. Heute visieren sie den Pferdekopfnebel im Sternbild Orion an. Er ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt. Mit Radioteleskopen können die Forscher durch die lichtundurchlässige Staubwolke blicken. Hier erkennen sie so, dass in den rot gefärbten Bereichen Sternenmaterie entsteht. Die sendet Radiowellen aus, aufgefangen von den Antennenschüsseln auf der Erde. Die Signale aus dem Weltall sind extrem schwach. Die Forscher und Techniker des Observatoriums haben dafür ultraempfindliche Empfänger entwickelt, die auf eine Temperatur nah am absoluten Nullpunkt gekühlt werden müssen. Trotz aller Technik kommt Charlène Lefebvre im Ausblick der Antenne manchmal ins Träumen. Hier fühlt sie sich dann dem Kosmos besonders nahe. Sie verrät uns ihren Traum.
Ich würde gerne Radiowellen sehen können. So könnte ich Sachen sehen, die mir jetzt verborgen bleiben, und würde unser Weltall, das mich umgibt, etwas besser verstehen. Das Besondere am Observatorium auf dem Plateau de Bure: alle Radioteleskope können miteinander verbunden werden. Eine Beobachtung mit nur einem ergibt beispielsweise solch ein Bild einer Galaxie. Die Forscher schalten aber in der Regel mehrere Antennen zusammen. Ihre Signalleitungen laufen dafür an diesem speziell für diesen Zweck entwickelten Rechner zusammen. Der errechnet aus den Einzelsignalen ein wesentlich detailreicheres Bild. Je mehr Antennen, umso genauer. Deshalb soll die Anzahl der Antennen verdoppelt werden, von 6 auf 12. Für die Bauarbeiten wurden die Maschinen in Einzelteilen mit der Seilbahn nach oben gebracht müssen. Trotz aller Technik kommt Charlène Lefebvre im Ausblick der Antenne manchmal ins Träumen. Hier fühlt sie sich dann dem Kosmos besonders nahe. Sie verrät uns ihren Traum. Ich würde gerne Radiowellen sehen können. So könnte ich Sachen sehen, die mir jetzt verborgen bleiben, und würde unser Weltall, das mich umgibt, etwas besser verstehen. Das Besondere am Observatorium auf dem Plateau de Bure: alle Radioteleskope können miteinander verbunden werden. Eine Beobachtung mit nur einem ergibt beispielsweise solch ein Bild einer Galaxie. Die Forscher schalten aber in der Regel mehrere Antennen zusammen. Ihre Signalleitungen laufen dafür an diesem speziell für diesen Zweck entwickelten Rechner zusammen. Der errechnet aus den Einzelsignalen ein wesentlich detailreicheres Bild. Je mehr Antennen, umso genauer. Deshalb soll die Anzahl der Antennen verdoppelt werden, von 6 auf 12. Für die Bauarbeiten wurden die Maschinen in Einzelteilen mit der Seilbahn nach oben gebracht und wieder zusammengebaut. Auch die Radioteleskope werden vor Ort gebaut, in der höchsten Fertigungshalle Europas. Sie werden in Serie gefertigt, nach dem Bauplan des langjährig erprobten Antennenmodells. Über 10 Spezialisten sind dafür im Dauereinsatz. Der Bau eines Teleskops dauert circa ein Jahr und kostet 5 Millionen Euro. Mit dem Projekt verfolgen die Techniker und Wissenschaftler ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abbilden. Auch für Astronomen eine besondere Herausforderung. Ich denke, dass man sich schwarze Löcher mit unserem menschlichen Verständnis nur sehr schwer vorstellen kann. Denn sie sind so gigantisch groß und so anders als alles, was wir kennen. Um es abbilden zu können, werden alle 12 geplanten Antennen mit denen anderer Observatorien zu einem weltumspannenden Radioteleskop verbunden. Das sollte dann besser in der Lage sein, den Strahlenkranz unseres schwarzen Loches zu sehen. Hier eine Simulation. Die Forscher hoffen, ein Bild wie dieses machen zu können.